Venturia bringen ihren eigenen Hardware-Synthesizer in die digitale Welt. Nach dem Mini-Freak V kommt jetzt Mini-Brood V. Was das kann und wie das klingt, gucken wir uns jetzt an. Let's go. Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. 2012 kam der Mini-Brood von Venturia raus und er war relativ innovativ, weil er eben nicht das war, was Musiker sich zu der Zeit gewünscht hatten. Also er war nicht polyphon, er war jetzt auch nicht großartig Software gefeatured, sondern es war ein monophoner Synthesizer. Aber dafür war er relativ günstig mit unter 500 Euro und kam mit richtig vielen nicen Features. Seit heute ist der Mini-Brood auch als Software erhältlich. Wir verschaffen uns einen Überblick über die Funktionen und Effekte, hören in die Presets und fragen uns am Ende, ob ein Softwarehersteller, der Hardware herstellt, die er dann wieder als Software anbietet, genial ist oder sich vielleicht auch sein Geschäftsmodell ruiniert. So sieht das gute Stück aus. Schön dunkel gehalten wie auch sein Hardware-Vorgänger. Wir haben hier die Oszillatoren, einmal Ultrasaw, Pulse Width und der Metalizer, die wir hier jeweils nochmal ein bisschen modellieren können. Und dann finden wir hier den Mixer, wo wir also diese Oszillatoren zueinander mischen können. Einen Sub-Oszillator finden wir auch, einmal als Square oder Sin, und wir können den auch nochmal eine Oktave runterpitchen. Hier können wir natürlich auch vom Sub die Lautstärke dazu fahren. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, erstmal alles zueinander zu mischen. Und hier haben wir dann nochmal die Möglichkeit, den Oszillator Noise Volume dazu zu fahren. Der Steiner Filter bzw. Steiner Parker Filter wurde übernommen von der Hardware. Wir haben den Cutoff, die Resonanz, wir haben hier diesen Brood Faktor, was eine Feedback-Schleife einfach nochmal ist. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, uns den Filter auszusuchen, also Low Pass, Band Pass, High Pass und Notch. Dann haben wir KBD, das sagt, wie stark das Keyboard den Cutoff modelliert, und wir haben hier nochmal ein Envelope Amount. Dann findet ihr hier ein Envelope und ein Amp Filter, beide jeweils ADSR. Wir haben hier einen relativ einfachen Arpeggiator. Den wir hier entweder gesynkt laufen lassen können oder auch frei. Der LFO richtet sich an die Pulse Width bzw. Metalizer. Das können wir hier einstellen. Wir haben einen Pitch. Wir haben den Filter und den Amp, die sich jeweils darauf beziehen. Und wir haben hier die Waveform, die wir uns aussuchen können. Das Ganze einmal frei. Oder synchronisiert. Dann finden wir hier ein Pitch- und Modulation-Tool, was wir nochmal ein bisschen detaillierter einstellen können, und auch Aftertouch. Und hier unten haben wir dann unsere Effekte. Wenn ihr bei euch die nicht sehen könnt, müsst ihr sie hier oben noch aufklicken, aber dann sollte das so oder so ähnlich bei euch aussehen. Ihr habt hier die Möglichkeit, euch sehr, sehr viele Effekte auszusuchen, die ihr haben wollt. Könnt ihr hier unterschiedlich wild zueinander kombinieren und habt dadurch, wie ich denke, schon die Möglichkeit, so viel wie ihr wollt auch aus euren Sounds rauszuholen. Wir finden hier oben noch dieses Unison, das stackt nochmal die Sounds. Also ohne. Okay, jetzt haben wir diesen Reverb an, mach ich mal aus. Noch mehr Reverb. Alle aus. Wenn ihr übrigens alle ausmachen wollt, könnt ihr das auch einfach hier oben machen. Jetzt sind sie sowieso aus, aber wenn wir hier draufklicken, zack, sind sie aus. Ihr hört, hier kommt einiges dazu. Das könnt ihr auch noch detunen. Vintage Flavor dazu bringen. Und das Ganze natürlich auch feintunen. Hier unten könnt ihr einstellen, ob ihr Mono Legato spielen wollt oder vielleicht auch Polyphon. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, den Mini Brood auch Polyphon zu spielen.
Außerdem könnt ihr euch die Keys anzeigen lassen, wenn ihr die Effekte ausblendet. Jetzt ist natürlich spannend, wie die Presets klingen. Bevor wir da reinhören, würdest du mich sehr unterstützen, wenn du nochmal checkst, ob du auf Abonnieren geklickt hast, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne auch ein Like oder sogar einen Super Thanks da. Sehr nice und natürlich super für jeden, der das Geld für einen Hardware-Synthesizer nicht hat und sagt, er möchte aber trotzdem diese Sounds rauskitzeln aus seinem Rechner. Ob Atura jetzt ihr eigenes Geschäftsmodell dadurch ruinieren oder ob es vielleicht die schlauste Werbung der Welt ist, wer weiß. Ich bekomme auf jeden Fall immer mehr Lust, analoge Synthesizer mir zu holen. Aber was mit dir? Schreib's gern unten in die Kommentare. Was denkst du? Ist das schlau? Smarter Move? Macht dir das Spaß? Oder vielleicht auch nicht? Für Mixing- und Mastering-Anfragen schreib mir gerne eine E-Mail. Die findest du unten in der Beschreibung. Und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.